Bei wer weiß denn sowas? David Garrett im Team mit Bernhard Hoeker und die spielen gegen Tom Gebel und Elton. Das Musikerduell, es geht los. Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren. Spielen Sie gerne mit heute Abend ein bisschen über die ARD-Quiz-App, können Sie ja während der Sendung mitspielen. Oder Sie können auch Teil unseres virtuellen Publikums werden, wenn Sie die App schon haben. Ist ja eh ganz einfach. Und wenn nicht, dann schnell noch runterladen. Und bei den Gästen lohnt es sich allerdings auch ganz genau hinzuschauen und zuzuschauen. Wir haben David Garrett heute bei uns zu Gast. Danke, dass du überhaupt Zeit für uns hattest. Im Oktober kam ja das neue Album Alive, mein Soundtrack. Ja, und ich weiß ja, du bist dritte Mal heute bei uns, hast noch nie gewonnen, vierte Mal sogar schon. Ach guck mal, das eine Mal habe ich verdrängt. Ja, und du bist ja durchaus sehr wettbewerbsorientiert, ich nenne es mal so. Ja? Absolut. Und eigentlich ja auch ein Siegertyp. Aber ich sag nur Zuckerrüben. Ja, ich hab ein gutes Gefühl, ne? Heute an der Seite von Bernhard. Heute müsste es klappen, David. Wenn nicht, dann komm ich ja nochmal kommen. Also, wir werden sehen. Und auf der anderen Seite Tom Gebel, meine Damen und Herren. Dr. Swing, ja, so nennen dich deine Fans. Auch du hast 12 Jahre Geigenunterricht gehabt. Ja, fast so erfolgreich wie David. Ja, genau. Ja. Du singst, glaube ich, ein bisschen besser. Wer weiß, ich habe dich noch nie singen gehört. Ich glaube aber, wenn du mich... Will kein Mensch. Es hat einen Grund, es hat alles einen Grund im Leben. Ja. Heute wirst du hier an der Seite von Elton dich beweisen. Zum zweiten Mal. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie ihr beide als Team funktioniert. Ja. Viel Erfolg euch beiden. Und gleich was ganz Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass laut einer deutschen Studie Grundschüler bessere Lernergebnisse erzielen, wenn sie ihre Lehrerinnen und Lehrer siezen? Ach. Vielleicht ist das ja hier in der Sendung auch so. Herr Pflaume? Ja, versucht es doch mal. Komm, probieren wir mal. Ja, vielleicht klappt das ja. Äbel. Manchmal ist ja so ein bisschen wie in der Grundschule hier bei uns. So, jetzt schauen wir mal auf die Publikumsverteilung. Hinter Bernhard und David Garrett sitzen 66 Zuschauer. Also virtuell sind 66 hinter euch dabei. Und hinter Elton und Tom Gebel 38. Ja. Also lasst es krachen. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind brisant, clever, andere Länder, andere Sitten, Einspruch, tierisch, das Fragezeichen, damals, Essen und Trinken, Zahlen bitte, total genial, Medizin und im Garten. Jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Joker, den wir im Bedarfsfall anrufen, per Videoanruf zuschalten. Ihr dürft die erste Kategorie aussuchen. Wir fangen mit brisant an. Haben wir das nicht gerade gemeinsam abgelehnt? Nein, wir haben gesagt, wir fangen mit dem Schwierigsten an und arbeiten uns dann sozusagen aufs Einfachste hin. Aber wir müssen das Schwierigste ganz... Die erste Frage heute. Ja, warum könnte der Coldplay-Song Clocks eine Hommage an den Ur-Urgroßvater von Sänger Chris Martin sein? Gott. A. Er schlug die Sommerzeit in Großbritannien vor. B. Er legte die Spielzeit von 90 Minuten für ein Fußballspiel fest. Oder C. Er verlegte die Tea-Time von 15 auf 17 Uhr. Das ist alles interessant. Weißt du was? Nein. Moment. Das ist eine Musikfrage. Deshalb gucke ich dann immer sofort den Eltern an, ob der die sagt. Ich hab eine Ahnung. Wie lange gibt es die Sommerzeit? Hast du da irgendeine Idee? Die Sommerzeit ist so 20er, 30er Jahre. Wie alt ist denn der Chris Martin? Der muss so um die 40 sein. So, der ist so um die 40. Dann ist der 5 Jahre älter als ich. Lass mal gerade überlegen. Dann ist dem sein... Ja, muss man gerade überlegen. Mein Vater ist. Großvater ist aus den Anfang des Jahrhunderts. Das heißt, der andere wäre 1896, sage ich jetzt mal so, weil da zufälligerweise mein Urgroßvater... Also ich hätte jetzt auch so 1880, ja, genau. 1890 so getippt. Um den Dreh rum ist der geboren... Und war dann... Hat er vielleicht 20, 30 Jahre gelebt, genau, und hatte dann eine fantastische Idee. Sagen wir 1910? 10, dass wir nicht im Krieg landen. 1910, okay. Ja. Irgendwas sagt mir Fußball. Also ich tendiere zu Fußball. Es sei denn, du sagst Veto und dann würde ich Sommerzeit nehmen. Aber irgendwas sagt mir Sommerzeit.
Ich würde 10 Uhr ausschließen. Ja. Ich kann mir ist das vielleicht gleich eine Frage für den Joker? Ich habe schon überlegt, dass das vielleicht den Joker weiß. Nehmen wir den direkt. Obwohl, ich bin ja so ein Freund von Risiko, deswegen habe ich ja noch nie gewonnen. Ja, wahrscheinlich, daran könnte es liegen. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Come on. Okay, wir klären es auf. Von nichts eine Meinung zu allem. Chris Martin, Sänger der britischen Band Coldplay, ist der Ur-Urenkel von William Willett. Der Sohn eines Bauunternehmers veröffentlichte 1907 den Text »The Waste of Daylight«, in dem er sich fragte, warum die Uhren im Sommer nicht vorgestellt werden. Er schlug vor, die Uhr im April in 4-20-Minuten-Schritten vorzustellen, um den Tag besser zu nutzen und Beleuchtungskosten zu senken. Der Autor Arthur Conan Doyle unterstützte den Vorschlag, bevorzugte aber eine einmal jährliche Zeitumstellung um eine Stunde. 1916 wurde die Sommerzeit eingeführt. Ob Coldplays Song Clocks, also Uhren, davon inspiriert ist, wurde von der Band noch nicht bestätigt. Ja, es war Risiko. Seit wann gibt es denn diese 90 Minuten im Fußball? Das klären wir in der nächsten Sendung. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, kein Geld bei der ersten Frage bei euch. Dann würde ich gerne Einspruch nehmen. Das sind so Rechtsfragen, da kann man drauf kommen. Aber du kannst dir gerne... Ja, Einspruch, Rechtsfragen wäre nicht schlecht. Ja. Okay, Einspruch. Nehmen wir das. Was muss laut Landesarbeitsgericht Köln bei einem Arbeitszeugnis beachtet werden? A. Das Datum muss dem Ende des Arbeitsverhältnisses entsprechen. B. Das Recht auf ein Arbeitszeugnis verfällt nach einem Jahr. Oder C. Der Grund des Ausscheidens muss im Arbeitszeugnis genannt werden. Eieieiei. Also ich bin eigentlich relativ schnell auf C gekommen. Weil ja. A. Das Datum muss dem Ende des Arbeitsverhältnisses entsprechen, das glaube ich nicht. Du kannst, wenn du entlassen wirst oder aufhörst und bittest um ein Zeugnis, muss es das Datum haben, wo das erstellt wurde. Das nehme ich auch an, ja. So. B, das Recht auf ein Arbeitszeugnis verfällt nach einem Jahr. Das Recht bestimmt nicht. Das Recht auf ein Arbeitszeugnis hast du wahrscheinlich ewig und kannst es einklagen, wenn du keins bekommst. Warst du noch nie irgendwo eingestellt, Tom? Nee, keiner wollte mich arbeiten sehen. Das vielleicht schon, aber keiner wollte dir einen Vertrag geben. Ja, oder so. Immer selbstständig gewesen. Meine härteste Arbeit war tatsächlich im Zivildienst. Da habe ich im Seniorenzentrum gearbeitet. Ich glaube, damals war das ungefähr 1,5 Jahre. Und seitdem weiß ich, wie dankbar ich sein kann, dass ich auf der Bühne stehen darf. Denn das absolut. Ist richtig harte Arbeit. Ja. Aber ich glaube auch tatsächlich, es klingt so ein bisschen... Aber ich habe keine Ahnung. Es klingt so ein bisschen selbstverständlich, aber... Ja, ich bin aber gerade geswitcht. Ach so, es ist ja auch beim Arbeitszeugnis, geht ja auch nicht um... Ja. Ich bin auf einmal bei B, weil, nehmen wir mal an, du willst nach einem Jahr oder sagen wir mal nach 2 Jahren ein Arbeitszeugnis haben. Da weiß doch dein Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht mehr, wie war der eigentlich. Ach so, stimmt auch wieder. Ja, du hast mich direkt überzeugt. Ja? Ja. Okay, dann nehmen wir B. Nehmen wir B. Alles klar. Wird ein Beschäftigungsverhältnis beendet, hat jeder Arbeitnehmer laut § 630 BGB und § 109 der Gewerbeordnung einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Das Landesarbeitsgericht Köln entschied im März 2020, dass das Zeugnisdatum, mit dem ein qualifiziertes Arbeitsendzeugnis versehen wird, mit dem Tag der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses identisch sein muss. Es darf also nicht der Tag angegeben werden, an dem das Zeugnis tatsächlich ausgestellt worden ist. Das soll Spekulationen vorbeugen, ob die Parteien über Erteilung und Inhalt des Zeugnisses gestritten haben. Einzige Ausnahme, die verspätete Ausstellung des Zeugnisses ist auf eigene Nachlässigkeit zurückzuführen. Ja, okay. Der Grund des Ausscheidens, der darf nur auf dringenden Wunsch des Arbeitnehmers im Arbeitszeugnis stehen. Ne? Also gerade auch nicht. Und Verjährungsfrist 3 Jahre. Also, es bleibt bei 0 bei beiden Teams. Aber jetzt. Geht schon wieder gut los. Ja. Aber jetzt. Ich glaube, du suchst aus, oder? Clever. Sehr gut. Und dass da oben irgendwie mal Farbe in die Reihe kommt. Was hilft dabei, Lidschatten sauber aufzutragen, ohne dass herunterfallende Farbpartikel das Make-up zerstören? Kommt mal auf. A. Augenlid vorher mit Wasser befeuchten. B. Puder unter das Auge auftragen oder C. Make-up vor dem Auftragen mit etwas Rapsöl vermischen.
So. Also Lidschatten. Logisch anzugehen, oder? Ja, bei sowas muss ich immer langsamer rangehen. Was ist überhaupt Lidschatten? Lidschatten ist die Farbe, die man hier hinmacht, ne? Richtig, das kommt dann irgendwie so hier oben. So, das kommt da drauf. Make-up, also Augenlid vorher mit Wasser befeuchten. Das heißt, ich mache das ein bisschen nass, dann gehe ich da mit dem Lidschatten drauf. Aber dann würde ich ja den Pinsel nass machen. Das ist ja mal was Öliges oder keine Ahnung. Ich würde Wasser auch nicht nehmen, weil auch Make-up und so weiter bei Regen und so weiter, das verschmiert doch umso mehr. Und Puder und Regen... Das sieht dann nach Halloween aus. Nein, glaube ich nicht. Puder unter das Auge auftragen, das heißt, wir reden von hier, ne? Von der Partie. Dann würde man Puder auftragen. Und wenn dann was runterfällt... kann man, wenn man das Puder wegpustet oder wegmacht, verschwindet das mit. Damit es eben nicht auf dem fettigen Make-up landet. Ich nenne das jetzt fettig, es ist wahrscheinlich glycerinal oder sowas. Okay. Make-up vor dem Auftragen mit etwas Rapsöl vermischen. Das heißt, bevor du das Make-up... Also das gesamte Make-up... Ja, das heißt, bevor du dein Rouge... Okay. Gut, dass wir Fachleute und sowas unterhalten. Erzähl ruhig weiter, hört sich interessant an. Auflegst, um deine Wangenknochen zu betonen, vorher mit Rapsöl einschmieren, damit es auch noch was glänzt. Das kann mir auch nicht vorstellen. Ihr beiden solltet einen Beauty-Block machen. Kann doch nur... Ja. Also Kosmetika wären aus uns nicht mehr. Naja, aber dann kann es doch nur B sein, oder? Ich vertrau dir mal. Ja, vertrau mir mal. Ja. Sehr gut, wir nehmen Goldene B. Mitte. Vielleicht ist es ja jetzt richtig. Ja, vielleicht zaubert euch das ja ein Lächeln ins Gesicht. Beim Auftragen von Lidschatten fallen häufig kleine Pigmente vom Pinsel auf die Wangen. Beim Entfernen verschmieren sie dann und das Make-up kann zerstört werden. Dagegen hilft eine sogenannte Puderbrücke. Dazu wird transparentes Puder großzügig unter dem Auge verteilt. Bröckelt nun wieder Lidschatten ab, so landet er auf dem Puder. Und kann mit einem sauberen Pinsel entfernt werden. Die ersten 500 Euro. Bitte. Schon Peter Maffay hat gesungen, über 7 Puderbrücken musst du gehen. Jetzt kann, was? Ich würde persönlich zu tierisch schneiden. Gut, ja, tierisch. Tiere sind doch immer freundliche Wesen, oft. Ja. Besonders die Spitzschlammschnecken. Ach so. A. Besitzen an beiden Körperenden Augen. B. Können kopfüber an der Unterseite der Wasseroberfläche kriechen. Oder C. Heilen gegenseitig durch Fußauflegen kleine Schnittwunden. Oh, meine Güte. Es gibt leider nichts, was Tiere nicht machen und können. Da würde ich... Passiert nichts ohne Grund in der Natur. Ja. Zweck. Und gerade Schnecken sind natürlich, Schnecken sind jetzt nicht so Tiere, mit denen ich mich besonders jetzt auseinandergesetzt habe. Nur, dass da alles möglich ist. Wir sitzen an beiden Körperenden auf. Halte ich für, gibt es Tiere, die an wirklich echte Augen an verschiedenen, also es gibt natürlich Tiere mit mehreren Augen oder, also, oder andere Art von Augen, aber ich glaube, an beiden Körperenden kann ich mir nicht vorstellen. Es sitzt natürlich nicht jede Schnecke in einem Haus, dann wird man ja sagen, die sieht ja eh nichts. Die sitzt ja quasi mit dem einen Augenpaar immer auf dem Sofa bei sich. Was braucht es, die Augen da? Glaube ich, kann man ausschließen. Ich kann irgendwie leider noch nicht hundertprozentig geil. Also ich würde C ausschließen, weil erstmal Fuß auflegen. Also eine Schnecke hat definitiv keine Füße. Ja, aber das weiß man ja manchmal in der Natur nicht, dann wird das plötzlich Fuß genannt. Der Schneckenfuß, das ist der gesamte Unterleib der Schnecke. Und dass sie vielleicht irgendwas mit. Ich will nicht sagen, dass sie es täglich machen, aber dass es tatsächlich so ist, dass sie irgendwie durch ihren komischen Schneckenschleim dann sich so gegenseitig mal die ein oder andere Wunde da verarzten. Ja, also Schneckenschleim hat auf jeden Fall medizinische... Aber ich glaube, dass sie, ob die sich Schnecken sind, sind die so, dass die miteinander so sozial interagieren und dann die kommen... Ich bin inzwischen hier. Dass du sagst, komm, ich leg dir mal den Fuß auf, du hast eine Wunde, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich bin ein bisschen bei B, dass die irgendwo hängen unter der Wasseroberfläche. Die können, also kriechen finde ich, ist ein bisschen komischer Begriff. Ja. Aber das Wasser hat ja auch unten eine gewisse Festigkeit, warum nicht? Aber bis jetzt an beiden Körpern... Ich neige auch an B, zu B. Ja? Aber, noch was nehmen? Wir nehmen B, mal wieder.
Die Spitzschlammschnecken werden ja auch Yoda-Schnecken genannt. Die auch in Deutschland heimischen Spitzschlammschnecken leben meist in pflanzenreichen, ruhigen Gewässern. Mit bis zu 7 Zentimeter langen Gehäusen gelten sie als größte Art der Wasserlungenschnecken. Wie dieser Name verrät, atmen Spitzschlammschnecken unter anderem durch ihre Lungen. Dazu müssen die Tiere regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen. Hier können sie mit ihrem breiten Fuß an einer Schleimspur kopfüber an der Unterseite der Wasseroberfläche entlang kriechen. Richtige Antwort. Und wegen der dreieckigen Fühler werden sie Yoda-Schnecke genannt. Ah. Ja, weil das so ein bisschen wie Meister Yoda. So, beide Teams haben 500 Euro auf dem Konto. Total genial. Nächste Kategorie. Ja. Den wir nehmen die nächste Schminkfrage. Total genial. Absolut. Sind AA-Batterien in einem Gerät leer und als Ersatz nur noch kleinere AAA-Batterien vorrätig, kann A. Butter den Strom zwischen Batterie und Kontakt leiten. Jetzt muss aber auch AA kommen. B. Das Batteriegehäuse mit Centmünzen aufgefüllt werden. Oder C. Der Kontakt mit Streichholz-Zündköpfen hergestellt werden. Das ist aber ein echter Lifehack. Das Erste, was man natürlich denkt automatisch, ist die Centmünzen. Cent, ja, ist das aus Kupfer? Ja? Genau. Leitet natürlich. Ne? AA-Batterien sind die ganz normalen Fernsehbedienungen. Also jetzt, nee, das ist Doppel-A. AA, ja, genau. Das sind diese, die normalen, so wie ein Finger. Diese, genau. Ja, genau. Die in der Fernbedienung sind. Und die anderen sind die kleineren, diese... Aber die auch so lang sind. Die sind ein Stück kürzer. Das kann sein, wenn die genau das Stück kürzer sind und die Centmünze... Ich glaube, ungefähr so groß das ist wie eine Doppel-A-Batterie, dann würde das doch super passen. Weil so viel kürzer sind sie nicht, aber ein bisschen. Ich habe die nämlich schon mal versucht reinzubasteln und dann fielen wieder raus. Frag mich nicht, wieso. Aber weil die Centmünze fehlte. Könnte eventuell der Fall gewesen sein. Aber lass uns mal die anderen nochmal ausschließen. Streichholz, Zündköpfe, das ist... Das heißt, du musst das da reinfriemeln, dann ist der Streichholz Zündköpfe. Aber es muss ja auch irgendwie leiten. Ich würde C allein schon ausschließen, damit das keiner macht. Okay, da sind wir d'accord. Also schwanken wir zwischen A und B. Butter, ich habe noch nie gehört, dass Butter leitet. Fett, Öl. Aber wir sind doch bei, also wenn die Centmünze ungefähr die Dicke Butter, von so einer Batterie... Ja, genau. Das in die Fernbedienung rein. Also ganz ehrlich, ich fand die Erklärung total gut. Du hast genau dieses Problem gehabt. Du sagst, sie sind ein bisschen kürzer. Ja. Ich meine, ein Centstück ist ungefähr so breit wie... Dann würde man das machen. Ich bin für B. Wir sind beide für B. Alles klar. Wenn Sie das Problem im Alltag mal haben, meine Damen und Herren, hier werden Sie geholfen. Ist kein Ersatz griffbereit, können leere Doppel-A-Batterien häufig durch kleinere Triple-A-Batterien mit derselben Spannung ersetzt werden. Dazu benötigt man nur ein paar 1-Cent-Münzen. Sie werden in die Lücke zwischen der Batterie und einem der Kontakte geklemmt und gleichen so den Größenunterschied aus. So sitzt die zu kleine Batterie fest im Gehäuse. Das enthaltene Kupfer leitet die Energie zwischen den Kontakten und der Batterie. Der Stromkreislauf wird aufrechterhalten. Tipptopp. Gut, dass du das mal ausprobiert hast. Die nächsten 500 Euro steht bei 1000. So, wieder Lifehack. Und jetzt? Vielleicht, damals ist wahrscheinlich so Geschichtliches, ne? Das ist Geschichte, damals ist von früher. Jo. Was früher war. Sollen wir das mal machen? Nimm Geschichte. Okay. Welche Auswirkungen hatte die Suche nach kostengünstigeren Billardkugeln im Jahr 1863? A. Der erste Prototyp eines Flipperautomaten wurde erfunden. B. In Spielsalons kam es immer wieder zu kleinen Explosionen. Oder C. Es wurden erstmals Zierkürbisse in den USA angebaut. Klingt irgendwie alles cool auf jeden Fall und witzig, wenn man das dann weiß. Das ist so richtiges Partywissen. Ich bin bei sowas. Aber passt ein bisschen. Okay. Also Zierkürbisse sind ja in jedem Fall immer hohl. Und kriegt man die irgendwie so annäherungsweise so rund geschliffen, dass man sagt, das könnte irgendwie mit etwas Glück eine Billardkugel ersetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. So. In Spielsalons kam es immer wieder zu kleinen Explosionen. Das heißt, die haben irgendwas genommen und das, wenn man daran gegenstößt, kommt es zu Explosionen. Ja,
Ich neige aus irgendeinem Grund zu A. Und ich will ja diesen Grund nennen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand sich überlegt hat, Flipperautomat hat ja nur eine Kugel, oder? Und damit sagt er, wir bringen irgendein Spielgerät, wir gehen das ganze Ding mit den Billardkugeln irgendwie ganz anders an und wir sagen, Leute, Finger weg vom Billardtisch, wir haben jetzt was Neues und ihr spielt mit einer Kugel und so. Ach so. Oder ob man sagt, da gibt es irgendwie eine witzige Art, was zu spielen mit nur einer Kugel. Das finde ich immer, ich weiß nicht, wie viele Kugeln braucht man, 10 oder so? Also B schließen wir beide aus, weil es heißt ja auch die Suche und wenn es in Spielsalons zu kleinen Explosionen kam, dann hatte man ja eigentlich schon was gefunden und das ist aber schiefgegangen. Ich bin bei Flipperautomaten da, weil man vielleicht Kugeln testen wollte und dann hat man vielleicht so ein Gerät erfunden, was eine Kugel immer anstößt. Oder so, ja. Und dann sagt man, oh, die Kugel ist gut, die Kugel ist nicht so gut. Und dann, ey, wenn das so eine Technik ist, dann können wir vielleicht auch ein... Oder jemand hat gesagt, ey, das macht ja einfach wahnsinnig Spaß. Ja, weil... Ich flippe hier und die Kugel... Ich flippe, flipper gleich aus. Machen wir A? Wir machen A. Im 19. Jahrhundert wurde Billard bereits auf Turnieren und in Salons gespielt. Die Billardkugeln bestanden meist aus Elfenbein, was nicht nur teuer, sondern auch schwer zu beschaffen war. 1863 bot daher ein US-amerikanischer Hersteller für Billardbedarf eine Belohnung von $10.000 für eine kostengünstige Variante. Der Erfinder John Wesley Hyatt nutzte daraufhin thermoplastischen Kunststoff, später bekannt als Celluloid. Das preiswertere Material hatte allerdings einen Nachteil. Da Celluloid leicht entflammbar ist, kam es bei starkem Zusammenstoßen der Kugeln immer wieder zu kleinen Explosionen. Ich bleib bei 500 Euro und wir kommen zur nächsten Kategorie. Du willst es, nimm es. Für andere Länder, andere Sitten. Wir probieren es. Wer sich im Urlaub den Gepflogenheiten des Gastlandes anpassen möchte, sollte A. in Belgien Pommes frites nicht mit den Fingern berühren, B. in Italien Spaghetti nicht mit Löffel und Gabel essen oder C. in Japan Essstäbchen nicht in die leere Schüssel legen. Das Erste, was mir einfällt, B. Das machen die Amerikaner nämlich gerne mit diesem Löffel, das aufrollen. Und ich habe es öfters in Italien halt erlebt, dass die überhaupt keinen Löffel servieren. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Löffel ungern in Italien gesehen wird, weil das nichts mit der traditionellen Art und Weise, wie man Spaghetti isst, zu tun hat. Ich bin bei B, Spaghetti, weil Löffel hat nichts mit Tradition da zu tun, wird nur mit der Gabel gemacht. B. Ich kenne sogar einige wenige Leute, die die Spaghetti klein schneiden, um sie dann mit dem Löffel zu essen. Gibt's auch. In touristischen Gegenden Italiens mag das Bereitstellen eines Löffels zum Aufrollen von Spaghetti üblich sein. Doch ein waschechter Italiener lässt die Finger vom Löffel. Denn Spaghetti werden normalerweise nur mit der Gabel aufgenommen und direkt auf dem Teller aufgerollt. Eine Ausnahme wird jedoch gebilligt. Kleine Kinder dürfen auch mal zum Löffel greifen. Aber was man doch wissen muss, wenn du das nächste Mal nach Japan kommst, ne, man darf die Stäbchen nicht in den Reis stecken. Das ist wirklich ein Fauxpas. Ihr steht bei 1500. Ja, endlich, ja. Großartig. Großartig. Essen und trinken. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Es muss ja durchgaren. Aber obwohl, die sind ja schon alle weg jetzt. Kaltgepresste Speiseöle sind zumeist teurer als raffinierte Speiseöle, weil bei der Produktion A. weniger Öl gewonnen werden kann, B. mehr Arbeitsschritte notwendig sind oder C. höhere Lager- und Transportkosten anfallen. Tja. C würde ich, glaube ich, mal aus. Das glaube ich auch. Schließen. Ich wusste es auf jeden Fall schon mal, weil, ja. Weil man natürlich immer wieder liest, warum das und so, warum man dieses viele Geld für dieses herrliche Öl zahlen soll. Und dann wird einem das erklärt. Ist das was, wo wir deine Frau anrufen können? Eventuell ja. Wer ist bei euch zu Hause der Einkäufer? Bist du meist eher... Ich kaufe lieber einen tatsächlich. Also ich gehe gern durch den Supermarkt und... Dauert aber auch länger meist bei uns Männern, ne? Ja, aber mir macht das Spaß. Aber ob das jetzt... Sie wird wahrscheinlich sagen, Tom, dass du das nicht weißt, aber... Tja, ich habe keine Ahnung.
weniger Öl gewinnen. Also es ist auf jeden Fall, was ist das günstigere, wenn man es warm macht? Das ist irgendwie, kriegt man dann mehr raus aus den Dingern? Ja, aber ist das so, dass das raffinierte, dass das warm gemacht wird? Doch, da gibt es, ach so, ich glaube schon, dass das irgendwie warm gemacht wird. Nur weil das kalt gepresst heißt. Ich könnte mir vorstellen, Raffinierungsstation ist doch immer, wie ist denn das, da wird alles rausgeholt, oder? Wie beim Alkohol. Alles rausgeholt, was geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann aber auch, dass deswegen das Öl, da kommt auch irgendwas mit, was man vielleicht nicht so will. Ich bin fast für A. Ja, ich auch, weil das ist doch das Einzige, darum, weil das teurer ist, weil es halt weniger Öl gibt, mehr Arbeitsschritte, ist doch eben maschinell alles. Ja, wir nehmen A. Ja, oder wir rufen deine Frau noch an. Wir nehmen A. Kann man, darf die, nee, egal. Wir nehmen A, wir rufen gleich die Frau an. Also, ich hätte ja Toms Frau angerufen. Die Kaltpressung ist ein rein mechanisches und dadurch schonendes Verfahren, bei dem der Geschmack, etwa der Oliven, erhalten bleibt. Kaltgepresste Öle werden daher eher für Salatdressings verwendet. Raffinierte Öle haben zwar einen ähnlich hohen Nährwert, sie sind durch die weniger schonende Herstellung aber weniger geschmacksintensiv. Dafür eignen sie sich durch ihren höheren Rauchpunkt auch zum Braten. Bei der Raffination kann durch die Zufuhr von Wärme und Lösungsmitteln bis zu doppelt so viel Öl als bei der Kaltpressung gewonnen werden, weshalb raffinierte Öle in der Regel günstiger sind. Wisst ihr, ich brauche meine Frau. Oh, komm, sag nicht sowas, und schon gar nicht im Fernsehen. Ach so. Ihr steht bei 1.000 Euro. Hm? Ja. Wir haben noch das Fragezeichen Zahlen bitte Medizin und im Garten. Also, mich lacht Zahlen bitte an. Oh Gott. Ja, wenn es dich anlacht, dann... Mathe-Leistungskurs gehabt. Ich erinnere mich an nichts mehr, aber irgendwie lacht es mich. Ich erkläre dir gleich, was da kommt. Ach so, das hat nichts mit... Nur etwa 4% A, des Waldes in Deutschland gehört als Staatsforst dem Bund. B, der verkauften Fahrräder im Jahr 2019 hatten einen E-Antrieb. Oder C, der Deutschen verbrachten 2019 ihren Kurzurlaub als Wellnessurlaub. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Kurzurlaub und Wellnessurlaub? Das nicht weiß. Ich denke, so nicht den Unterschied. So ein paar Tage. Verbrachten den Kurzurlaub als Wellnessurlaub. Ja, weil das hat ja nichts mit der Länge zu tun, wenn man sagt als. Also es ist ein Kurzurlaub im Spa. Weißt du was? Oder? Genau das ist der Grund, warum wir es mal ausschließen sollten. Moment, wir kommen noch dahinter. Ich denke gerade drüber nach. Lass uns mal bei A anfangen. Ja. Ja. So, wir nehmen uns ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Nur 4% des Waldes in Deutschland gehört als Staatsforst dem Bund. Das heißt, in Gesamtdeutschland gehört nur 4%. Und der Rest ist Privatbesitz. Der Rest ist Privatbesitz. Sind da so viele Privatbesitzer? Dem Bund. Dem Bund. Das heißt, Land, Gemeinden sind damit drin. Deshalb wäre ich bei A durchaus mit dabei. Ich würde B ausschießen, einfach nur, weil das so gerade so en vogue ist, ein E-Fahrrad zu haben. Und ich glaube, 4% ist... Ich würde es ausschließen. Also und dann C finde ich so, verbrachten ihren Kurzurlaub als Wellnessurlaub. Damit ist vielleicht Wochenend gemeint und nur 4% von denen haben. Und da glaube ich, das sind vielleicht sogar weniger. Also ich wäre bei A. Das macht aber auch Sinn, weil man denkt irgendwie, der gesamte Wald in Deutschland, das ist irgendwie doch... Ja, das ist oft Land, in Land. Ich glaube, das sind wirklich nur ganz wenige. Ja, das ist nochmal bei C. Nein, wir machen A. 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 Ja, sehr gut. Wir Deutschen sind ja nicht nur Weltmeister, wir sind auch Waldmeister. Waldmeister. Ja. 11,4 Millionen Hektar Land in Deutschland bestehen aus Wald. Das ist knapp ein Drittel der Gesamtfläche. Dabei handelt es sich größtenteils um Mischwald. Im Osten dominiert die Kiefer, im Westen die Fichte. 48% des Waldes in Deutschland ist in privater Hand. 19% besitzen Gemeinden und Städte. Der Rest ist Staatsforst und größtenteils Ländersache. Als Bundesforst gelten nur etwa 4% des Waldes. Dieser ist vor allem auf militärisch genutzten Flächen entlang von Kanälen und Flüssen sowie Autobahnen zu finden. So, hier steht bei 2.000 Euro. Ein Kurzurlaub ist übrigens 2 bis 4 Tage lang. Achso, der ist definiert als Garten oder Medizin. So, läuft gut. Medizin nehmen. Ach so, ja. Ich kann mir vorstellen, dass meine Frau irgendwas
Ja. So, jetzt... Medizin. Medizin. Ja. Mein, ja, wir beeilen uns schon. Wir nehmen schon Medizin. Geht mein schon. Bester Freund Elton möchte Medizin. Was ist in der Fachsprache der Unterschied zwischen einem Bakterium und einem Bacillus? A. Bacillus umfasst nur die Gattung stäbchenförmiger Bakterien. B. Ein Bacillus kann nicht durch die Luft übertragen werden. Oder C. Von einem Bacillus ist nur bei Mumps die Rede. Ist deine Frau vielleicht in einem medizinischen Beruf tätig? Nein, leider gar nicht. Die arbeitet auch beim Fernsehen als Redakteurin. Aber eventuell hat sie auch schon mal sowas aufgeschnappt. Ich würde ihr nicht wünschen, dass sie schon mal einen Bacillus aufgeschnappt hat. So, weil sie Mumps... also C ist... ich würde C auch ausschließen. Weil das nur bei Mumps, das ist doch... Das ist auch Mumpitz. Bacillus umfasst nur die Gattung stäbchenförmiger. Also ich habe wirklich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Das ist klar, das ist logisch. Du auch nicht, ne? Nee. Was ist in der Fachsprache der Unterschied zwischen einem Bakterium und einem Bacillus? Ein Bacillus, man sagt doch, mein Bacillus ist ja Bazillen. Man sagt doch, zumindest umgangssprachlich sagt man doch, oh, wir sind mir zu viele Bazillen in der Luft. Oder? Sowas hat man doch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, pass auf hier mit den Bazillen. Deswegen bin ich bei A, das ist eine Gattung der Bakterien. Ich würde auch sagen, das ist eine bestimmte Unterform. In dem A. Ich merke das schon, Tom, du möchtest nicht mit deiner Frau telefonieren. Umgangssprachlich wird Bacillus als Synonym für Bakterien oder für Negatives genutzt. Tatsächlich bedeutet das aus dem Lateinischen stammende Bacillus Stäbchen. Und es handelt sich um eine eigene Gattung stäbchenförmiger Bakterien. Die mehr als 200 bekannten Arten brauchen Sauerstoff zum Überleben und sind besonders hitzeresistent. Sie sind weit verbreitet und ihr Hauptlebensraum ist der Erdboden. Die meisten Bazillen sind für den Menschen ungefährlich, doch einige von ihnen können Krankheiten auslösen. Ah, herrlich. 1500. Ihr bleibt dran. Wir haben doch noch den Joker. Wir können noch einmal wählen, Fragezeichen oder im Garten. Weiß der eher alles oder kennt er sich im Garten aus? Das ist die Frage. Ich würde mal eher das Fragezeichen. Also alles bei weiß. Garten weiß ich jetzt nicht so direkt, aber ich würde das Fragezeichen. Also alles weiß? Wir nehmen alles. Der weiß alles. Der weiß alles. Hm? Die sogenannte Köperbindung wird genutzt bei A. der Herstellung von Denimstoff, B. dem Schließmechanismus von Skischuhen oder C. dem Andicken von warmen Desserts. Eieiei, das muss irgendetwas sein. Köper. Ja. Herrn Köper. Eduard Köper. Hat der was mit Ski zu tun? Da, deshalb kann ich mir jetzt wirklich Ski, dass man den so nennt, diesen Ski, dass das die Köperbindung ist. Also die sogenannte. Denim ist ja eigentlich so ein amerikanisches Material. Es wurde in Amerika gefunden. Ist das Jeansstoff? Ja, das ist Jeans. Denim ist, glaube ich, der Gesamtbegriff für Jeans. Meine ich. Könnte jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, ich haus mal jetzt trotzdem raus. Ja. Wo will ich hinaus? Köper hört sich aber jetzt nicht sehr amerikanisch an, aber es sind natürlich auch viel nach Amerika hingezogen. Insofern, das ist irgendwie ein bisschen eine Sackgasse hier gerade. Trotzdem, Köperbindung. Dem Andicken von warmen Dessert. Also eine Bindung, chemische Bindung kann natürlich auch, oder ist natürlich auch bei Essen der Fall. Wir rufen doch sowieso noch jemanden. Ihr habt doch den ersten Joker. Der weiß das. Wir haben den Herrn Jakubi. Ja. Also wenn der das nicht weiß... Hey, und wenn der das weiß, wenn der es richtig beantwortet, dann spielst du uns gleich noch was, oder? Absolut. Und wenn du hast doch bestimmt zufällig die Geige dabei, David. Ich jetzt bei. Sebastian! Ah. Hallo! Schönen guten Abend nach Hamburg! Abend! Guten Abend! Guck mal hier, da hängen doch die ganzen Quiz-Auszeichnungen hinter dir, oder? Das, hey, das ist alles, was du schon so... Oder der vom Laschet. Nein, nein, das ist meine Kaiserwand. Das ist eine Malerei auf der Wand hinter mir. Das sind die deutschen Könige und Kaiser des Ersten Reiches. Oh, ja, toll. Ja. Das haben wir natürlich direkt erkannt. Ja? Absolut. Also, Sebastian, die Frage lautet, die sogenannte Köperbindung wird benutzt bei A, der Herstellung von Denimstoff, B, dem Schließmechanismus von Skischuhen oder C, dem Andicken von warmen Desserts. Also, nach meinem Gefühl ist es nichts mit Textilien. Also die Antwort A würde ich ausschließen, nichts mit Geweben aus meiner Sicht. Ja. Ich bin mir bei B und C nicht sicher, ob wir da eben bei was Mechanischem liegen oder ob wir in die Chemie gehen müssen, die Köper
bei der Körperbindung. Nach diesem Kriterium würde ich dann doch C nehmen, also das Chemische mit dem Dessert. Dem Andicken von warmen Desserts. Alles klar, ja. Wir haben das eingeloggt. Sehr gut. Und wir lösen das jetzt gleich auf. Ich bin gespannt. Der Begriff Köper leitet sich von dem niederdeutschen Keper für Dachsparren ab. Die Köperbindung ist eine Bindungsart von Textilien, bei der waagerechte Schussfäden versetzt unter einen senkrechten Kettfaden und dann über mindestens zwei Kettfäden geführt werden. Die Kreuzungspunkte der Fäden ergeben das charakteristische Diagonalmuster. Ein Beispiel für ein Gewebe in Köperbindung ist der Jeansstoff Denim. Da nur die Kettfäden blau sind, gilt die Seite mit mehr sichtbaren Kettfäden als Oberseite. Die Körperbindung macht Denimstoff besonders robust und dennoch anpassungsfähig. Eieieiei, also es ist Antwort A. Aber ich glaube, mit dem neuen Wissen kannst du auf dem nächsten Treffen aller Quiz-Champions wirklich punkten. Da hast du wieder was zu erzählen. Sebastian, vielen Dank. Dankeschön. Schöne Vorweihnachtszeit noch. Danke, Sebastian Jacobi. Tschüss. Eieiei. Kannst du auch was Trauriges spielen? Was Trauriges. Sehr schön. Hier, das war doch hier. Renaissance. Genau. Genau. Ja. So, es bleibt bei 2000 Euro. Das heißt, ihr könnt ausgleichen. Jawohl, aus der Kategorie im Garten. Und auch ihr habt natürlich noch einen Telefonjoker. Werden Erdbeerpflanzen als sogenannte Frigopflanzen verkauft, wurden sie A. mit Infrarotlicht bestrahlt, um sie winterhart zu machen, B. Frost ausgesetzt, damit die Früchte besonders süß schmecken, oder C. eingefroren, um einen späteren Erntezeitpunkt zu ermöglichen. Ich rufe schon mal deine Frau an. Ja, ich glaube tatsächlich. Frigopflanzen. Also A, schließe ich mal. Also ich nehme Frigopflanze, das hat irgendwas mit, ich weiß gar nicht warum, aber was hat das mit Kälte zu tun? Das passt mit zu der Kälte, das passt schon. Oder? Aber klar, das Frigo ist in dem Wort ist irgendwas mit Frost. Nur warum sie... Also wenn du die mit Infrarotlicht bestrahlst, um sie winterhart zu machen, also die Pflanzen werden mit Rotlicht bestrahlt. Vor allem die du kaufst eine Erdbeerpflanze, du gehst zum Erdbeerpflanzenverkäufer und sagst, und hallo. Dann passt auch etwas Schönes. Hallo. Eine. Ist sie schon? Hallo Saskia. Hallo Saskia. Hallo. Ich musste jetzt sehr lange auf Tom einreden. Er wollte eigentlich irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Also mich schon. Ich bin bisher gut ohne dich zurechtgekommen. Wie immer. Ja. Ja. Aber jetzt gibt es hier doch die Möglichkeit, dass wir deine Hilfe brauchen. Ich lese mal die Frage vor, Saskia, um die es geht. Ja. Es ist sehr schwer. Werden Erdbeerpflanzen als sogenannte Frigopflanzen verkauft, wurden sie A. mit Infrarotlicht bestrahlt, um sie winterhart zu machen, B. Frost ausgesetzt, damit die Früchte besonders süß schmecken, oder C. eingefroren, um einen späteren Erntezeitpunkt zu ermöglichen. Hast du irgendeine Idee, eine Tendenz? Dann, also es ist irgendwas mit Kälte, würde ich sagen. Ja. Dann. Ja, aber das hat auch was mit Kälte zu tun, gebe ich nochmal da mit rein. Dann sagen wir C. Gut, dann loggen wir C ein. Alles klar, bleib einen Moment noch bei uns, Saskia, weil wir wollen es ja noch auflösen gemeinsam. Sogenannte Frigo- oder Frostpflanzen sind bereits ein Jahr alt und besitzen kräftige Wurzeln. Sie wurden in den kalten Monaten ausgegraben und haben in einem Kühlhaus bei rund minus 1 Grad Celsius überwintert. Eingefroren ausgeliefert, können sie bis zur Pflanzung wenige Tage im eigenen Kühlschrank gelagert werden, um einen späteren Erntezeitpunkt zu ermöglichen. Diese künstliche Verlängerung des Winters ermöglicht das Anpflanzen von April bis Ende Juni. Nach rund 10 Wochen sind die ersten Früchte reif. Durch versetztes Pflanzen kann so die Erdbeersaison verlängert werden. Super! Super. Meine Frau! Das ja.
Ein Glück stehst du deinem Mann hier und da zur Seite. Vielen Dank, schöne Vorweihnachtszeit. Auf dir. Danke für die Unterstützung. Tschüss, Saskia. Viel Spaß noch. Viel Erfolg. Ciao. Tschüss. Schau mal. So, wir schauen auf den Zwischenstand vorm Finale. David Garrett und Bernhard haben 2.000 Euro auf dem Konto. Tom Gebel und Elton haben auch 2.000 Euro auf dem Konto. Und damit kommen wir jetzt zum Finale. Ah, das hasse ich. Also das Problem ist, wenn wir nicht alles... Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Nein, fast nichts mehr. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Fremdsprache. Oh, oh la la. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher dieser Begriffe existiert laut Oxford Dictionary in der englischen Sprache? Also welcher existiert? A. Home Trainer, B. All Inclusive oder C. Dressman? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Hier los. Wir haben was probiert und das ist, ja. Eieieiei, meine Damen und Herren, manchmal ist es gut, dass Sie nicht alles mitkriegen, was hier in dieser Sendung so passiert. Aber das Wichtigste werden Sie mitbekommen, denn unsere beiden Teams haben eine Antwort eingeloggt, egal wie Sie dazu gekommen sind, haben Geld gesetzt und wir sehen uns gleich wieder, dann gibt es die Entscheidung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit David Garrett im Team mit Bernhard Hoecker. Das wunderbare Album Alive ist im Oktober rausgekommen. Und heute ist gut gelaufen. 2.000 Euro habt ihr zusammen gespielt. Und auf der anderen Seite Tom Gebel. Sein Best-of-Album vor 4 Wochen auf den Markt gekommen. Ja, natürlich, wie immer. Ne? Und ihr habt auch 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher dieser Begriffe existiert laut Oxford Dictionary in der englischen Sprache? A. Home Trainer, B. All Inclusive oder C. Dressman? Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und David haben gesetzt. Alles. Elton und Tom Gebel haben gesetzt. Auch alles. Wenig überraschend, auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und David haben getippt auf Antwort C. Elton und Tom haben getippt auf Antwort B. Den Begriff Home Trainer, den gibt es im Englischen nicht. Das gibt es nur, das ist eine deutsche Erfindung. Klingt einfach cooler als Heimtrainer, Home Trainer. Dressman? Oder All-Inclusive? All-Inclusive ist einer dieser typischen Anglizismen. Und Dressman, das ist laut Oxford Dictionary in der englischen Sprache das sogenannte Male Model. Dressman gibt es im Englischen leider nicht. Antwort B ist richtig! Damit gewinnen Elton und Tom Gebel 4.000 Euro. Aber David, die gute Nachricht ist, du hast jetzt zum 5. Mal bei uns verloren. Aber die Leute werden jetzt aus Mitleid dein neues Album kaufen. Und immer im Finale, immer im Finale. Und die 38, die virtuell heute hinter euch sitzen, die freuen sich, weil die bekommen pro Kopf nämlich 105,26 Euro.
Genauso auch unsere drei App-Mitspieler, die heute gewonnen haben, ebenfalls 105,26 €. Also es hat sich richtig gelohnt. Ne? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Tom Gebel. Danke, David Garrett. Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns morgen wieder. Das war's für heute. Wer weiß denn sowas? Danke, Bernhard. Danke, Elton.